Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Herr Warnecke, wenn Teilchen sich in der Gasphase treffen, können sie miteinander reagieren. Aber welche Reaktionen sind eigentlich möglich, wenn man die physikalischen Eigenschaften bestimmter geladener Teilchen betrachtet? Wie unterscheiden sie sich von Reaktionen in Flüssigkeiten? Welche Arten von Teilchen reagieren bevorzugt miteinander? Und welche mögen sich gegenseitig vielleicht überhaupt nicht? Kann man die Reaktanten beeinflussen und kann man sie auswählen? Welche Reaktionsprodukte bilden sich dann und welche Eigenschaften haben vielleicht Oberflächen, wenn auf ihnen Teilchen aus der Gasphase landen und sich dann dort stabilisieren? Viele Annahmen dazu galten in den vergangenen mehr als 10 Jahren in der Chemie als gesetzt, bis Dr. Jonas Warnecke etliche revidiert hat. Er hat neue Konzepte zur Chemie der sogenannten superelektrophilen Anionen vorgeschlagen, sie in eleganten Experimenten beobachtet und in Anwendungen wie zur Erzeugung neuartiger Schichtmaterialien umgesetzt. Und damit schlägt er eine einzigartige Brücke von der physikalischen zur präparativen Chemie. Die Arbeiten von Jonas Warnecke zeigen beispielsweise, dass im Massenspektrometer entstehende negativ geladene Ionen, die 12 Boratome tragen, sich ganz ähnlich verhalten, wie eigentlich nur positiv geladene Teilchen das tun würden und beispielsweise Edelgase oder Kohlenmonoxid binden. Überdies können sie für die Aktivierung ansonsten eher inerter Verbindungen überaus nützlich sein. Jonas Warnecke studierte Chemie und Materialwissenschaften und schon während seiner ersten Jahre in der Chemie entwickelte er komplett unabhängig eben jene völlig neuen Konzepte, die seine wissenschaftliche Laufbahn bisher ausmachen und die, wie sich über die Jahre zeigte, von großer Tragweite sein sollten, und zwar nicht nur für seine Karriere, sondern für unser Verständnis der Chemie. Es muss an dieser Stelle unbedingt erwähnt werden, dass Jonas Warnecke diese ersten Forschungsideen extrem erfolgreich umsetzte, gleich von Beginn an illustriert durch von ihm allein initiierte und verantwortete Experimente, die überaus erfolgreich publiziert wurden. Das alles passierte parallel zu seinem Studium und der Arbeit an seiner Promotion auf einem Gebiet der Nanotechnologie. Letztere schloss er, das sei nebenbei erwähnt, in glatten 3 Jahren ab mit Bestnote und 2 Wissenschaftspreisen, dem Bremer Studienpreis in der Natur- und Ingenieurwissenschaften sowie dem OLB-Wissenschaftspreis. Im Postdoktorat arbeitete Herr Dr. Warnecke dann an der Purdue University in West Lafayette in den USA und am Pacific Northwest National Laboratory sowie an der Universität Leipzig. Seit 2020 ist er dort in Leipzig Nachwuchsgruppenleiter am Wilhelm-Ostwald-Institut und er leitet das Labor für molekulare Ionenabscheidung am Leibniz-Institut für Oberflächenmodifizierung. Jonas Warneckes Arbeiten haben zahlreiche wichtige Auszeichnungen bereits erhalten, wurden und werden mit hochkompetitiven Drittmitteln gefördert. Zu nennen sind hier ein Fjodor-Lünen-Stipendium der Alexander-von-Humboldt-Stiftung, mit dem er 2015 in sein Postdoktorat startete, eine Emmy-Noether-Förderung der DFG und ein Freigeist-Fellowship im Jahr 2019. Hier musste er sich dann entscheiden und hat den Emmy-Noether-Grant zurückgegeben. Und nun der Heitzmeier-Leibniz-Preis. Das Auswahlgremium hat die bisherigen wissenschaftlichen Leistungen von Jonas Warnecke für außergewöhnlich und seine Wissenschaftlerpersönlichkeit als uneingeschränkt preiswürdig befunden. Lieber Herr Dr. Warnecke, es sei Ihnen hiermit sehr, 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 sehr herzlich zu dieser Auszeichnung gratuliert.